Ist Salzkonsum wirklich so problematisch, wie alle behaupten? Natrium ist ein essentieller Nährstoff, den wir uns extern zuführen müssen. Und dafür werden ungefähr 2 Gramm, also 5 Gramm Salz empfohlen. Wenn wir uns natürlich den ganzen Tag von Fertigprodukten, Fertigsoßen, Tütensuppen und verarbeiteten Wurstwaren ernähren, dann ist hier häufig schon sehr, sehr viel Salz hinzugemischt und ihr braucht nicht nochmal extra Salz zu euch nehmen. Wenn ihr euch aber gesund ernährt und generell wenig verarbeitete Lebensmittel esst, dann kann es sogar sinnvoll sein, zusätzlich Salz dem Körper hinzuzufügen. Dies gilt besonders, wenn ihr auch noch Sport treibt und viel schwitzt. Ich empfehle hier kein verarbeitetes Salz und inzwischen auch kein Meersalz mehr, sondern Himalaya oder Steinsalz, weil es wenig Schwermetall belastet ist und zusätzlich sehr reich an Nährstoffen. Du willst gesundheitlich gut aufgeklärt werden und nicht jemanden haben, der immer nur die Meinung anderer nachplappert? Dann abonniere doch gerne meinen Kanal.